Hi ho, Diggity und Doppelwurf, willkommen bei einem weiteren 10 Dinge Pumperpunkt Video. Heutiges Thema ist Slender, das Spiel, das alles abgöttisch Leben. Ich meine, es ist ein nettes Spiel, aber für mich persönlich keins, was mich wirklich lange motivieren will. Nein, nicht wirklich. Und ich verstehe einfach nicht, wieso sich die Leute so derbe immer dabei erschrecken, wenn sie das spielen. Ich meine, ich zuck vielleicht zusammen, ne? Und das war's dann auch schon. Aber ich schreie nicht rum wie eine wilde Weihnachtsgans, der ein Messer im Po steckt. Und um diesen Leuten die Angst zu nehmen. Hier mal 10 Dinge, um sich Slender schön zu trinken. schön zu denken. Nummer 1. Sieh das Gute im Slenderman. Er trägt einen Anzug. Er wirkt seriös. Ne? Wie kann man da Angst haben? Wenn er eine Aktentasche hätte, dann würde ich Angst haben. Ne? Vielleicht rennt er dir hinterher, weil du etwas verloren hast. Deine Brieftasche, deine Schlüssel. Oder er möchte dich vor den gefährlichen Hasebärhörnchen warnen, die auf den Bäumen sitzen und dich mit den Hasebären beschmeißen. Letzte Möglichkeit wäre, vielleicht ist er mit dem Kopf in einen Topf weißer Farbe gefallen und droht zu ersticken. Und will von dir Hilfe. Das kann auch sein. Hm? Nummer 2. Es gibt Schlimmeres. Wie zum Beispiel diesen herumfliegenden Stuhl. Wer hat ihn herumgeschmissen? Vandalisten? Wo sind sie? Werden sie uns töten? Was haben wir noch? Schimmel an der Decke. Okay. Kaputte Fliesen. Toll, ich kann mit dem Fuß aufschlitzen. Riesige Blutfontäne schießt heraus und schön. Vermischt sich dann hier mit dem Dreck in den Boden. Tetanus und Bazillen. Party. Nummer 3. Spiel ein anderes Spiel als Slender. Siehst du die Wolke da oben? Die sieht so ein bisschen aus mit viel Fantasie wie der Mond in Zelda Majora's Mask. Sprich, wenn du nicht alle Zettel einsammelst, stürzt er auf die Erde hinab, zerstört dich und Slenderman. Und natürlich alles drumherum auch. Also, rette Slenderman. Slenderman ist deine Prinzessin Zelda. Aber achte darauf, die Welt ohne Zelda zu retten. Denn sie will sich immer um deinen Hals schmeißen. Und wenn sie das tut, kannst du die Welt nicht mehr retten und das Spiel ist aus. Nummer 4. Sei der Kunstkritiker. Oh, dieses Bild ist fantastisch. Diese expressionistischen Linien. Dieser Ausdruck. Dieser Schmerz. Diese Angst. Muss ich das mal ansehen. Jede einzelne Linie. Der Künstler muss es wirklich mit Bedacht gezeichnet haben. Ah, einfach fantastisch. Nummer 5. Zähle Slendies. Warum Slendies? Weil es einfach süßer klingt und weil es sich einfach aussprechen lässt. 1 Slendy, 2 Slendies, 3 Slendies, 4 Slendies, 5 Slendies, 6 Slendies, 7. Nummer 6. Nicht umdrehen. Man will ja nicht wissen, was er so hinter einem treibt. Vielleicht rennt er rum in einem Märchenprinzessinnenkostüm und hüpft rum wie ein Kanickel. Vielleicht fängt er aber auch während deiner Verfolgung ein paar Pokémon. So, als Freunde. Das Gras ist schon ziemlich hoch, warum sollten da keine Pokémon sein? Oder er tanzt peinlich. So. Saturday Night Fever, Night Fever. Ja. Ich will mich nicht umdrehen und mir die Überraschung nehmen. Das wäre ja doof. Das wäre eine böse Überraschung. Peinliches Tanzen. Böse. Hilfe. Nummer 7. Spiele mit dem Slenderman. Ich hab so ein gutes Versteck, hier findet er mich nie. Ruhig. Ich muss ruhig sein. Er darf mich nicht finden. Er ist weg, ja. Ah. Hätte mich auch gewundert, wenn er mich hier gefunden hätte. Ach, immer findest du mich, verdammt nochmal. Nächstes Mal versteckst du dich, ich bin's leid zu verlieren. Nummer 8. Schalte deine Taschenlampe aus. Denn wenn du ihn nicht sehen kannst,
kann er dich auch nicht sehen. Und falls er dich doch kriegt, kannst du am Ende sagen, du hast es nicht kommen sehen. So, jetzt ist alles düster. Wo ist denn der Slender? Ja, wo ist er denn? Da ist er ja! Oh, hast du fein gemacht! Feiner Junge, hier kriegst du ein Leckerli für. Nummer 9. Denke an dein Lieblingslied. Oder warum machst du es nicht gleich an? Dum, 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 dum. Oh ja, ja, Slend, 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 Slend. Du jagst mich in diesem Wald. Dum, 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 dum. Und ich entkomme dir gar nicht. Ich liebe Rave Party mit meiner Taschenlampe. Und ich mach aus und an wieder aus. Nummer 10. Es werde Licht. Ja, man kann nämlich auch mit Tageslicht spielen. Warum sollte man das nicht nutzen? Es wird gleich alles viel freundlicher und einladender. Man kann sogar ein bisschen im blauen Himmel sehen, wenn man genau hinguckt. Ganz nebenbei, der Slenderman hat ganz schön lange Arme, ne? Perfekt für eine super Umarmung! Und wenn alle 10 Dinge nichts bringen, sauf dir das Game einfach schön, das funktioniert immer. Morgens 21:30 in Deutschland. Ja, wir Schnarchnasen, ich wollte mal Ansage machen, dass mir hier unser Perl gestern nach dem Mittagessen im Online-Sandkasten mein Schuldenschäufelchen geklaut hat. Das war total gemein und ich beantrage deswegen... Deiner Seite wirst du niemals verlieren. Glaube immer fest an die Kraft eurer Freundschaft.